Wenn dir das folgende Video gefällt, drück doch auf den Like-Button und wenn du mich noch nicht kennst, kannst du mich auch abonnieren. Viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht warum, ich weiß wirklich nicht warum. Ich hasse SpongeBob über alles. Aber dieser kleine Ausschnitt aus diesem Scheißlied ist mega lustig und geil. Keine Ahnung, aber das ist der einzige Ausschnitt, den ich jemals von irgendwas, von ihm so jemals wirklich gefeiert habe. Hab bitte keine Angst vor mir, ich spiele nur mit Headset, Mann. Es ist doch, jetzt nichts dabei, Mann. Okay, warte mal kurz, ich habe aus Versehen mein Bildschirm ausgemacht. Okay, es geht los. Es ist gerade ungefähr um, wie spät ist es? 9.26 Uhr morgens in der Schulzeit. Ich habe zur fünften Stunde, wie laut Stundenplan, oh Gott, was war das denn gerade? Ein Voice Crack. Oh Baby, Voice Crack! Na, auf jeden Fall ist es so, dass ich laut Stundenplan jedes Mal zur fünften habe, Dienstag. Immer. Keine Ausnahme. Dafür fällt nichts aus oder so. What the fuck? Fuck, das ist einfach so geil. Ich kann morgens aufstehen und kann auch coole Sachen machen, wenn ich möchte. Wie jetzt zum Beispiel gerade aufnehmen. Fuck. Heute will ich mit euch mal über ein Thema reden, was eigentlich gar nicht so zur Unterhaltung oder sowas gedacht ist. Es soll einfach mal, es soll einfach mal kurz meine Gedanken wieder spiegeln, ja? Denn ich habe schon, keine Ahnung, ich bin extrem interessiert im Weltall und alles Mögliche darum. Ich habe mir neulich einfach mal so ein paar Videos einfach übers Weltall angeguckt oder allgemein, weiß ich nicht was. Ist euch bewusst, dass wir insgesamt 5% des ganzen Universums verstehen? Es sind 5%. Das kann im Prinzip heißen, dass alle unsere physikalischen Erkenntnisse und alles eine Vorstufe von dem sind, was eigentlich irgendwo sein könnte. Das war sick. Zum Beispiel kann es sein, dass Steine in einem anderen Universum, weiß ich nicht, leicht sind wegen irgendeinem bestimmten Gesetz oder das weiß ich nicht was. Irgendwas, es ist einfach unglaublich mindblowing. 5% von wirklich all dem, was im Universum quasi ist, verstehen wir im Moment. Und wir denken, wir sind eine fucking entwickelte Rasse. Wahrscheinlich. Was ich mir auch schon häufig so gedacht habe, ja. Was ist, wenn das Universum, wo zum Teufel endet das Universum? Wo? Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Ich weiß jetzt sagen vielleicht, welche das Universum ist. Unendlich. Das Universum hat kein Ende. Kennt ihr sonst irgendeinen Gegenstand oder irgendeinen Planeten, der kein Ende hat? Alles muss irgendwo ein Ende haben. Ich kann mir einfach kein Nichts vorstellen. Es geht einfach nicht. Ich meine, irgendwo muss es doch enden. Irgendwo muss es etwas geben. Irgendwie muss es doch sowas sein, oder? Was ich mir jetzt noch vorgestellt habe, was zum Beispiel daraus folgen könnte oder so, dass vielleicht das ganze Universum nur ein Planet von einem anderen Universum ist. Es kann wirklich alles sein. Nur wir wissen es nicht. Und ich würde ohne Scheiß mein Leben dafür geben, es einfach zu wissen, was ist das Universum und sowas. Das ist einfach total interessant für mich und es, keine Ahnung, es fasziniert mich einfach irgendwie unglaublich. Dieser eine behinderte Motherfucker dort drin will mich die ganze Zeit umbringen. Ich hol den jetzt. Fick dich! Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich hol dich. Wo bist du? Fick dich! Verdammt. Das war so ein Clou. Fick dich! Fick dich! Okay, gleich müsst ihr eigentlich wiederkommen. Ich bin mir sicher, dass irgendwie dieser Typ gleich eh wiederkommt. Ah! Schon wieder Science Pony, fick dich. Also sowas finde ich eigentlich voll lustig, wenn man sich die ganze Zeit mit ein, zwei Leuten battelt. An der gleichen Stelle. Oh, da ist er. Okay, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich der Typ hier irgendwie. Okay, er ist da. Er kommt. Du Hundesohn. Fick dich. Scheiße. Nice. Spiel beendet. Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare eure Meinung zum Thema Weltraum. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so für Vorstellungen habt. Denn, keine Ahnung, wie ihr wisst, ich finde das extrem interessant. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Macht euch bereit fürs Internet. 3, 2, 1. Tschüss.